Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Folge Resident Evil Biohazard. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Transact für euch am Mic. Heute geht es weiter. Das letzte Mal hat uns Mr. Baker gnadenlos verfolgt. Und wir haben Unterschlupf in diesem kleinen Keller gefunden, nachdem wir extrem lange nach dem Schlüssel gesucht haben. Oh, ich bin so aufgeregt gewesen, das war echt nicht mehr normal. Deswegen musste ich dann auch die Aufnahme mehr oder weniger abbrechen. Hier sind wir rausgekommen das letzte Mal. Da könnten wir natürlich auch wieder zurück. Aber ich will natürlich erstmal schauen, wie... Ich versuche jetzt mal die Bildsprünge nicht ganz so heftig zu machen, dass das ein bisschen angenehmer zum Anschauen ist hier. Ja, ganz lieben Dank auch nochmal für euren Zuspruch, für eure Likes und für die Comments. Ganz lieben Dank dafür im Voraus, dass ihr das Projekt so cool unterstützt. Euer Transact ist wie immer für euch am Mic und hat eine extra Lage Pampers um. Und wir machen uns jetzt heute auf, dass wir hier zumindest, wir brauchen unbedingt Heilung. Ihr könnt das ja sehen, ich habe hier einen roten Rand um die Brille sozusagen. Wie komme ich hier denn jetzt eigentlich raus? Kann ich hier irgendwie... Oh ja, ich kann mich hier hoch... Jawohl, das geht. Oh, meine Beine zittern, das ist nicht mehr normal. Wir speichern auf jeden Fall jetzt mal eben schnell. Sonst müssen wir nachher alles nochmal machen. Ich habe das letzte Mal so nicht gespeichert. Speichern, so, zack. Überschreiben. Wunderbar, hat ja alles gut geklappt. So. Wow, 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 wow. Ich habe schon hier voll die Pumpatmung. So, was haben wir hier denn? Karte des Haupthauses. Das ist doch schon mal gut. Und wir haben hier eine Kiste. So, hier kann ich die Münze ablegen. Die Münze werde ich auf jeden Fall ablegen. Antike Münze. Was heißt das jetzt? Ach so, Führerschein von mir, E-Mail von mir. Da muss ich mal eben gucken, was das jetzt bedeutet hier. Ich kann das hier rüberziehen. Ach so, Munition behalte ich auf jeden Fall. Führerschein, das brauche ich alles nicht. So. Alles klar. So, was haben wir hier? Liefen furchtbar. So. Uah. Wie in den alten Resident Evil Spielen kann man hier also dann speichern mit einem alten Kassettenrekorder. Hier ist flüssige Chemikalie. Jawohl. Im Inventar kombinieren. So, wir machen wir schon eine Heilung. Ah, ja, ich glaube ja, wir müssen uns heilen. Flüssige Chemikalie. Kombinieren, aber ich würde die gerne anwenden. Kombinieren mit Kraut. Jo, und jetzt Erste-Hilfe-Arznei. Jawohl, das heißt anwenden. Okay, so, wir sind wieder einigermaßen fit. Oh, wenn das mal immer so leicht ginge, dass man sich einfach was über den Arm schüttet und man ist wieder fit. Ja, ich sehe hier sonst nichts Spannendes. Hier unten ist noch eine... Nein, ich will nicht speichern. Das kann ich nicht aufheben, oder? Kann ich mich hinsetzen? Moment, ich guck mal, ob ich mich hinsetzen kann. Nee, kann ich nicht. So, okay. Der scheint wohl auch keine große Rolle zu spielen, hier diese komische Wackelpuppe. Ich glaube, wir haben hier nichts übersehen. Wenn ich jetzt hier rausgehe, da bin ich ja mal gespannt, wo wir dann... Hier ist noch was. Kann man nicht öffnen. Ich
drehe die mal um, nicht, dass da noch irgendwas Wichtiges draufsteht. Nein, steht nichts Wichtiges drauf. So. Entrichtet. Oh mein Gott. Ich soll wieder zumachen. Das Telefon klingelt. Abheben. Transact by Baker. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Hör still und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Festgenietet die Hand. Krass. Reizendes Mädchen. Ja, reizendes Mädchen. Unfassbar reizend. Okay, wir trauen uns mal raus. Wir haben gespeichert. Mehr als sterben können wir hier nicht. Da sind wir jetzt. Oh mein Gott. Tür zumachen, würde ich sagen, ne? Ach, jetzt können wir aufmachen, okay. Alles klar. Wo sind die Psychos? Wie komme ich hier jetzt weg? Verdammte Axt. Wo sind die Psychos? Ich muss, glaube ich, jetzt in die Garage, ne? Oder was war das noch? Habe ich irgendwas zum... Nee, ich habe nichts. Ich kann auch nicht schlagen. Sieht zerbrechlich aus. Etwas zerstören, ja. Ich komme hier nicht weiter. Ich muss erst noch ein bisschen suchen hier. Ja, hier ist nichts. Oh, in die Höhle des Löwen. Aber da war ja auch nichts. Hier war ja nichts. Ja, das Problem. Oh mein Gott. Der Psycho-Baker. Und das knarrt hier. Oh mein Gott. Mr. Psycho-Baker. Hier kommen wir ja auch nicht rein. Nee, kann man nix. Verschlossen, ja, Mist. Da ist der, ein Bild von dem Psycho-Baker und seiner Frau, als sie noch Februar 2013. Da ist so eine komische Puppe. Auch nicht nehmen. Kann man so einen Schrott sammeln, ne? So einen ollen Wackelpuppen. Den Karton irgendwas durchstöbern. Da müssen wir hin, glaube ich. Aber wie kommen wir da hin? Haben wir hier irgendwas übersehen? Da ist was. Nix. Oh, kannst du noch ein bisschen lauter dich bewegen? Shit. Da klopft jemand an der Tür. Da ist jemand an der Tür. Ach du Shit. Machen Sie auf! Hallo? Hey. Hallo? Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht.
Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay, ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Nee, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Gib mir die Pistole. Messer. Ein verdammtes Taschenmesser? Ja, sauber. Hier. Nehmen Sie. Von dem kriege ich das Mehr Messer. Kriegen Sie nicht. Wow. Los, jetzt. Garage. Sofort. Okay. Okay, okay. Was soll ich mit einem Garage. Messer? Garage. Garage, wo ging... Hier, zur Garage, Garage. Kann ich das... Da! Sauber! Garage, Garage. Ich kann hier das Band kaputt schneiden. Jawohl. Und dann hier drauf drücken. Oh, krass. Da ist er. Da ist er. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Ah. Das Stopp. Tor! Chip, das Chip, Tor! Chip, Chip, mit, ey, ha! Boah, alter Schwede! Boah, krass! Shit, shit! Scheiße, ich werde shit. Jeden einzelnen von euch umlegen! Oh, shit, shit, shit! Oh, shit, shit, shit! Oh, shit! Oh! Autoschlüssel, Autoschlüssel! Fahrt, geht rein da, rein da! Steig ein! Fahr los, fahr los, fahr los! Shit, der ist noch nicht tot. Und ich komme sofort zurück. Wow. Ah, shit, shit. Alter Schwede. Ich hab den 24 Mal überfahren, den Idioten. Wo ist er? Wo ist er? Shit! Cabrio! Oh, Mist! Ah! So, das ist Auto, Ibe! Oh, shit! Scheiße! Kann ich nicht aussteigen? Oh, fuck. Ich glaube, das war's. Oh, ja! Wollen wir das Spritz? Ich komm nicht raus hier. Nein! Scheiße! Oh, shit! Oh, er ist tot. Nice! Nice! Alter Schwede, das habe ich ja noch nie gesehen. Das kannte ich ja noch gar nicht, dieses Ende. Oh, ist das Psycho. Krass. So, der hat irgendwo eine Pistole hier, glaube ich. Oh, die Karre brennt. Wo hat der seine Pistole? Der hat hier doch irgendwo eine Pistole. Muss die Pistole schnell finden. Oh, Junge! Schau, oh, shit, 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 shit. Ich hab's geahnt, Scheiß, ich hab's geahnt. Shit. Das ist nicht vorbei, weißt du? Shit. Oh, shit, shit, shit. Oh, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist die Blo... Der hat doch eine... Ich glaube, der ist ja jetzt tot. Ich hoffe. Ich muss hier irgendwie raus. Wie geht's denn hier? Da ist... Da liegt was.
Pistole. Durchladen. Sauber. So, ich habe eine Puste. Das läuft jetzt hier. Wow, was war das denn für ein super Psycho? Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Shit. Da hinten war doch... Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Der Typ ist mega platt. Boah, der Kopf mega abgefetzt. Wie komme ich hier wieder raus? Verdammte Axt. Ah, shit. Ich finde hier den Ausgang nicht. Hier, die ist, glaube ich, zu. Ich glaube, hier sind wir durchgekommen. Die ist zugegangen. Kann ich hier vielleicht das hochmachen? Nee, kann ich nicht. Da ist eine Tür. Erste-Hilfe-Arznei. So, zack. Ich bin erstmal wieder fit. Der Typ ist erstmal weg vom Fenster. Oh, ah, hier ist ja eine, oh, hier ist ja eine Treppe. Komm, kann ich da hoch? Geh hoch da. Nein! Shit! Junge, du wirst gleich was Wunderbares sehen. Alter Schwede! Boah, krass! Was ist das denn für ein... Boah! Heftig! Was haben wir hier? Mitnehmen, alles mitnehmen. Was ist das, ein Regal? Ach, das müssen wir irgendwie zur Seite, genau. Okay. Vielleicht kommen wir hier dann weiter. Hier runterspringen. Ja, ich glaube, anders geht's nicht. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Da ist noch was. Flintenmunition mitnehmen. Sehr schön. Alter, was für ein heftiges Spiel. Krassomat. Das ist mit Abstand die heftigste Folge. Also, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, weil dieses Ende, das kannte ich auch noch nicht. In der Garage. Kann ich hier runterspringen? Ich schätze mal, ja. Ich gehe das Risiko einfach mal ein. Zack. Okay. Wow! Was für ein super Psycho-Objekt, ausgerüstetes Objekt. Okay. So. Jetzt sollten wir unbedingt hierhin rein und zumachen. Mach bloß zu die Tür. Und unbedingt speichern. Das war ja mal, das ist ja mal richtig gut gelaufen. Also zur Abwechslung mal. Wow. Ich bin überwältigt, dass ich das gleich so hinbekommen habe. Man ist ja dann doch immer ziemlich aufgeregt. Ja, meine Lieben, und wenn euch das genauso gut gefallen hat wie mir, diese Hammerfolge, die ist nun ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, dann lasst doch bitte einen dicken Daumen da und schreibt ordentlich was in die Comments. Wie weit seid ihr mit dem Spiel? Würde mich echt brennend interessieren. Spielt ihr das Spiel auch in VR oder nicht? Oder habt ihr keinen Bock drauf auf VR? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Erste, für euer Interesse. Wünsche euch eine super schöne Woche noch. Ein schönes Wochenende im Voraus. Bis dann, haut rein und ciao.